So. Yo, yo, what's up? Wunderbar. In dem Sinne, herzlich willkommen zu unserem allerersten Stream hier. Wir sind die Gruppe Hafuhai. Ihr werdet jetzt hier immer wieder mal in regelmäßigen Abständen von unserem Gameplay sehen, sprich so samstags und mittwochs ist momentan der Plan. Wer sind wir? Hier im Chat ist bei mir noch der Impi. Sag hallo, Impi. Yo, yo, what's up? Und ich bin Heathcliff. Und ja, wir werden einfach mal schauen, was wir gemeinsam hinbekommen und wie wir hier einfach so mehr oder weniger vorankommen. Starten werden wir heute mit Sniper Elite. Der eine oder andere wird das schon kennen, ein etwas älteres Spiel. Doch es macht im Multiplayer eigentlich recht viel Spaß und wir werden jetzt einfach mal versuchen, mit euch zusammen hier das Ganze ein bisschen voranzubringen. So. In dem Sinne fangen wir einfach mal eine neue Karte an und schauen mal, wir wollen kein Team Deathmatch. Jetzt sehe ich den falschen Modus drin, natürlich. Aber natürlich Kooperatives. Eine Kampagne. Spiel ist erstellt. Die spinnt ein wenig. Und wir fangen mit der ersten Mission an. Wie ihr seht, haben wir schon das Spiel einmal ein bisschen gespielt. Wird aber an der Stelle jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Impi, kommst du auf das Spiel? Gib mir einen Moment. Hast du mir eine Einladung? Musst du online gehen. Ja. Einladung ist raus. Gut. In dem Sinne starten wir mal mit der ersten Runde und schauen mal, wie alles läuft. So, Insel Sangelini. ...1943. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens. Nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbauch des Krokodils. Anfangs skeptisch, zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach Sangelini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf Sangelini ist der Grund dafür.
Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orchidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmitz. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmidt würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission, Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. So. Schmidt ist mein Hauptziel. Ich muss wissen, was die Nazis mit dieser neuen Rakete vorhaben. Los geht's. Los. Schmidt ist nicht das einzige Ziel. Die Offiziere müssen auch ausgeschaltet werden. Was war das? Das hat ja schon mal super funktioniert hier am Anfang. Ja. Er ist hier ja allein. Da werde ich rüber müssen. Ich bin so weit und breit kein Mensch. Ich schaue nur noch ein bisschen auf die Stream-Statistik. Weil ich sehe, dass ich doch sehr viele Pakete am Anfang verloren habe. 50%. Hast du es mittlerweile eingependelt? Ja, ich glaube, es wird weniger. Wobei, glaube ich, gerade habe ich wieder ein paar das verloren. Kann nur bergauf gehen. Das hast du schön gemacht. Er war sprachlos. Von wegen Spieler gesehen. Ich weiß gar nicht, was der gesehen haben will. Sammeln und den Stream schauen. Ja, ich glaube, das zumindest der Stream hat keine ausgelassenen. Ich gehe davon aus, das sieht soweit gut aus. Ja, wunderbar. Ansonsten wird sich schon jemand melden und uns Bescheid geben, gehe ich mal davon aus. Ja, das ist immer aktiv. Der Turm ist ein guter Aussichtspunkt. So. Jetzt haben wir mehr oder weniger den Anfang auch vorbei. Jetzt müssen wir auch ein bisschen anfangen, mehr ernsthaft hier drauf zu achten.
Was soll die Kamera? Erstmal schön alles markieren hier. Ich weiß ja nicht, aber ich habe gehört, es ist gefährlich, unter solchen Kisten zu laufen. Hast du schon die ganze Karte alarmiert? Nein, nein, aber weißt du was? Viel Bewegung. Feuerwerk! Verdammt. Ja, ich gehe dann mal lieber. Nichts passiert, keine Sorge. Sieht eindeutig, da ist davor ein, da ist ein Kanister explodiert. Das war ein Unfall. Frage schon, Mann. Frag mich nur gerade. Steht da nicht ab und an mal ein... Ach. Diese Insel ist ein einziger Propagandafeldzug. Mit der Orchidea als Höhepunkt. Jetzt erst den LKW sprengen können und ihn dann töten. Und ihn zuerst töten und dann den LKW sprengen. Bist du da hinten gerade unterwegs gewesen? Ich bin in linker Hand gerade. Da ist einer. Hast du den Steinadler rausgenommen? Ich hab nicht mal die Cam dafür. War ein bisschen enttäuschend. Oh, dem ist die Granate am Bund hochgegangen. Ja, man sollte halt niemals... Der Ring der Ananas ist nie gut. Der hat sich die Kugel nochmal durch den Kopf gehen lassen. Man kann dir so viele schlechte Wortwitze machen, ich weiß. Kennst du ja von dieser alten animierten Donkey Kong-Serie? Da gab es eine Folge, wo man ihm irgendwie... Ich weiß nicht, hat man ihn da zum Roboter oder so gemacht? Und dann hat ihm irgendein Bösewicht den Kopf geklaut. Und da ging es die ganze Zeit irgendwie darum, dass man irgendwelche Wortwitze mit haben die jetzt bloß nicht kopflos und sowas gemacht hat. Ja, ich kenne das von anderen Spielen. Sag mal, warum sind hier alle unterwegs? Die sind aber heute schon sehr. Muss wohl da mal ein LKW hochgehen. Ganze Party unterwegs hier. Ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt aufgeschreckt habe, weil die alle halt nicht zu mir herkommen. Nee, nee, die untersuchen den explodierten LKW. Oh. Das können wir los. Das war ich gerade. Obwohl, wir sollten die Jungs mit dem Fragezeichen noch markieren, das musst du sehen, ne? Oh. Ella. Macht euch unsichtbar! Ja. Thank you.
Freund. Das ist eine schlechte Idee. Okay, so wie es aussieht, bewegen sie sich alle ein bisschen weg. Ich rück mal ein bisschen vor. Normalerweise ist das Spiel so gedacht, man sieht ja oben am Bildschirm immer diesen Geräuschpegel, wenn das Flugzeug fliegt. Und das sind Geräusche, die würden den Schuss übertünchen. Sprich, Ziel ist es eigentlich dann zu schießen, wenn es laut ist, dass der Schuss nicht mehr gehört wird. Was wir jetzt hier haben, sind schallgedämpfte Waffen. Die sind jetzt vom Schaden und auch von der Entfernung her nicht so gut. Aber dafür hört man sie zumindest nicht, was natürlich ein tierischer Vorteil ist. Dafür kann man aber halt leider auch nicht über die halbe Karte schießen, um jemanden zu treffen. Der war jetzt aber nicht leise, ich hab's genau gehört. Ja, nur weil der da brüllt wie ein Ochse. Wie gesagt, war leise. Ja, natürlich. Soll ich's wagen? Man hat jetzt hier eben die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man hier vorankommen kann. Man kann eben diese ganzen LKWs zur Explosion bringen. Wenn jemand daneben steht, dann hat sich's für den erledigt. Man kann Fässer hochgehen lassen oder auch Munitionsdepots explodieren lassen. Oder wie man am Anfang gesehen hat, auch einfach ein paar Sachen ihm auf den Kopf fallen lassen. Da können wir jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel für eine Munitionsexplosion machen. Das hören natürlich jetzt erstmal alle, die rennen hin, schauen sich das Ganze an. Und dann erkennen sie so, oh, da haben wir irgendwas unsachgemäß gelagert. Ja gut, war ein Unfall, interessiert uns nicht. Als ob sowas passieren würde. Unsachgemäße Lager oben, oder? Ja. Bei Deutschen ist da Sachen irgendwie unsachgemäß gelagert werden. Musst du doch alles fünfmal von irgendwelchen Gutachtern bestätigen lassen, dass alles okay ist. Tja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du im Chat ein bisschen lauter bist als bei mir auf der Kopfhörer gerade. Bei der Ausschlag sagt eigentlich, dass es einigermaßen okay sein sollte. Also ich denke auch, dass es eigentlich passen müsste. Ansonsten, wenn euch natürlich irgendwas auffällt, das euch nicht passt oder wo ihr sagt, hey, da ist was nicht okay, einfach kurz Bescheid geben im Chat. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, wenn ihr Lust habt, mit uns was zu spielen oder was zu machen, einfach ins Discord kommen. Dort könnt ihr uns auch direkt anschreiben. Und dann kann man einfach schauen, ob wir was finden, wo wir auch gemeinsam spielen können. Gerne auch in größeren Runden. Falls man Lust mal auf eine Runde Among Us oder sowas hat, sind wir eigentlich für alle Schandtaten zu haben. Sag mal. Ja. Mist, da nur eine Fleischwunde. Hängt sich eine Kugel ein und rennt einfach weiter.
hab den Discord-Link mal ins Chat gepackt. Wunderbar. So. Und einfach nur, weil wir es können. So sieht das aus, wenn man einen LKW hat. So, kapitaler Motorschaden. Das war der Tank. Und jeder, der neben dran steht, hat es jetzt auch hinter sich. Mann, da gehst du schon alle 2 Jahre damit zum TÜV und trotzdem fliegt das Ding um die Ohren. Ja, hi. So viel zum Thema deutsche Wertarbeit. Ist halt nicht mehr das, was es mal war, ne? Aber mei. Wie unsere Sturmgewehre, so halt auch unsere Lastfahrzeuge. Ist schon recht weit vorne, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Noch am Anfang. Zu sagen, ich räume hinter dir auf, was übrig bleibt. Man sieht auch, es gibt hier dann immer wieder Möglichkeiten, wie diese hohen Büsche, darin kann man sich super verstecken. Dann sehen wir einen nicht. Oh, hier ist jetzt ein bisschen Action. So, wenn sie was gesehen haben. Ist bei dir gerade was gewesen? Ne. Das müssen immer noch die von dem LKW sein. Die sollen sich nicht so anstellen, die wissen doch genau, was hier mit den LKWs passiert. Natürlich überlebt der Vordere. Du bringst sie gerne zum Schweigen, oder? Also, ich habe so das Gefühl, so der Unterkiefer ist dein Haupttreffer. Mächtige Jedi-Kräfte. Oh, den hat's den Helm weggeschossen. Wie habe ich denn einen Augenschuss geschafft? Er ist von mir weggelaufen. Ist das nicht automatisch eher ein Kopfschuss? So ein bisschen das Gefühl, die Jungs haben das mitbekommen, dass der da auf dem Turm gerade eben seinen Helm verloren hat. Fette Party auf der Gegenseite, ja. Oh nein. Normalerweise hätte den keiner gesehen, dass der einfach da oben umfällt, aber... Hast hey. Du ein paar Firebox-Cracker gegeben oder was, ey? Nee, offensichtlich war Captain Fischauge auf der anderen Seite. Party am Start, ey. Augenschuss. Nochmal ein Augenschuss. Vorsicht, der kommt tief, die haben es kommen sehen. Okay. Renn, Hase, renn! Schau in die falsche Richtung, der Typ. Ja, ich hab ihn. Seite der Barrikade. Ich hab ihn leicht auf den Hinterkopf geschlagen, dass er es mitbekommt. Oh, Granate getroffen, nice. Ein LKW.
Oh, ich habe die Taube getroffen. Der war nicht bulletproofed. Ich Überraschung, jemand hat die Explosion gehört. Also ich weiß ja nicht, aber wenn ein LKW hochgeht, sollte das jemand nicht hören. Sollte man den zum Ohrenarzt schicken, oder? Ja, ich glaube, der Ohrenarzt allein reicht da nicht aus. Nice. Mit dem hilft der Ohrenarzt auch nicht. Die beiden da hinten gerade rausgenommen mit einem schönen Double Kill. Oh, läuft. Ich prüfe nochmal schnell den Stream. Das sieht alles okay aus. Sollen wir direkt über die Brücke gehen und dann quasi rechts rum flankieren für die restlichen Objectives? Ja, wir haben auf jeden Fall auf der rechten Seite müsste eigentlich noch ein Dude stehen, außer du hättest den rausgenommen. Nee, einer ist noch gelb. Aber wieder ein Stück weiter rechts. Bauchschuss. Nee, einer von den Objectives müsste eigentlich auf der rechten Seite in dem kleinen der Stadt sein. Also unser einziges ist hier Schmidt, ist genau vor uns. Und alle anderen sind rechts. Man sieht jetzt hier auch ein bisschen... wie bitte? Ein Bosch ist auch nicht so die beste Deckung. Hat man den wohl auch nicht beigebracht. Nicht wirklich. Man sieht jetzt hier auch ein bisschen das Problem mit dieser Snipe-Waffe. Oder die schallgedämpfte Waffe. Man trifft zwar, aber teilweise überleben sie einfach den Schuss. Das kommt daher, weil es halt einfach die Geschwindigkeit und die Drehung so rausnimmt, dieser Schalldämpfer. Dass sie halt einfach nur verletzt werden. Deswegen muss man einfach viel näher am Ziel dran sein. Das muss man ja einfach ein bisschen mit bedenken. Mal kurz die Objective Map an. Ja, wir haben auf jeden Fall hier nochmal... Wenn du auf die Map schaust, haben wir auf jeden Fall nochmal hier diese Töte die Nazi-Offiziere, egal wie. Die Frage, ob wir die Nebenmission machen oder direkt auf die Hauptmission sonst gehen. Na, können wir, wenn wir schon hier links sind, können wir schon die Mission machen. Können wir quasi rechts runter laufen. Was bist du denn für einer? Ja. Lunge. Multiples Organversagen, ganz eindeutig. Okay, der Typ steht neben dem Laster, der hochgeht und überlebt. Fair, ja. Wo ist er denn? Ja, wo? Da ist er. Gotcha. Sollte man hier natürlich mehr mit Markieren arbeiten. Dann würde man auch sehen, dass da hinten einer steht. Oh! General Fischauge, hey. So gute Augen. Hat der mich gerade entdeckt gehabt? Der war mit Sicherheit im olympischen Team. Bei dem Backflip, den da gerade hingelegt hat. Aber krass. Hm.
Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, wenn die Main Mission durch ist, sind wir dann komplett durch, oder? Nein, nein, wir müssen ihn überfliegen. Okay. Ja, natürlich. Natürlich kommt ihr jetzt hierher und schaut hier runter. Genau der Einstieg, wo kein Geländer ist. Was irgendwo gefunden worden. Du bist ja wer? Alter, wo ist denn der unterwegs? Weiß ich nicht mehr, diese Fast-Kills beim Hängen, gab's die hier? Ja, ich glaube schon. Schmidt, yep, wir sollten uns ein wenig besser kennenlernen. Mein Freund, kommst du auch noch, oder? Okay, der war jetzt gerade ein bisschen. Ja, deswegen wollte ich quasi die hier mal einmal umlaufen. Ping? Den Star der Show nicht warten lassen. Ach komm. Zwei Schuss hat er mitgenommen. Einfach so Schmidt rausgenommen. Ja, leider haben sie mich entdeckt an der Stelle mit. Beginner wirft man Granaten nochmal. Die, versuch's mit die. Was war der Endgame? Ja.
Also G war es nicht, mit F kann man werfen. Dann drück G nochmal. Dann hast du den Ingame Voice Chat damit angemacht. Ja, müsste wieder aus sein. Ja, danke schön. Hier mal Schmidts Tresor plündern. Ja, sieht ein bisschen leer aus hier an der Villa, oder? Ja, weiß auch nicht, woran das liegen könnte. Das sieht nicht gesund aus, wie der hier liegt. Macht der den... Der macht den T-Rex. So. Eine kaputte Kamera. Schöne Villa ziehen wir hier ein. Gehört, die ist gerade frei geworden. Das ist ein Paparazzi. Hat sich erledigt. So, die Boni wird langsam knapp bei mir. Ich denke mal, du hast oben den Tresor mitgehen lassen, oder? In dem Brief wird ein gewisser Kessler erwähnt. War mit Sicherheit das komplette Bernsteinzimmer drin. Gesamt. Also was es hier eben auch gibt, ist, wenn man jetzt zum Beispiel schnell rennt, diese ganzen Geräusche hören die natürlich. Deswegen macht es halt immer ganz Sinn, rennen oder sowas, wenn gerade dieser Heli über einen fliegt. Oder diese Propellermaschine. So, irgendwo hier sollte einer sein. Ja, wo ist er? Hast du ihn schon, oder? Oben in dem Haus. Ich habe nur noch nicht den Eingang ins Haus gefunden. Hallo? Das klang gerade eben so, als wäre eine Patrone auf einen Stahlhelm geprasselt. Nein. Funkanlage hier oben. Was ist dein Ziel? Ende der Nachricht. Wir haben irgendeinen Modus, wo der erste Schuss immer verziehen wird, oder? Wenn die einfach ignorieren. Könnte sein. Es war gerade aber Timing. In dem Moment, wo ich auf den Balkon gekommen bin, hast du den rausgenommen. Waren wir noch zwei?
So, zwei Offiziere haben wir noch zum Rausnehmen. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, nach links den Berg hoch, oder? Da oben ist einer. Schauen wir mal, wie wir den jetzt am besten rausnehmen an der Stelle. Sehr, einen Stein an den Adler. Den hat's defledert. Mister. Hören Sie den Schuss nicht? Der hat sprichwörtlich den Schuss nicht gehört. Ist das der Stream der Flachwitze oder hab ich das Memo nicht gekriegt? Ja, das Spiel lädt halt leider Gottes dazu ein. Mal überlegen, wie gehe ich am besten vor? Wie gehen wir am besten vor? Wir sehen seinen Hinterkopf. Und dann gehen wir einfach weiter. Next. Oder haben wir noch was? Der Typ kriegt halt nicht mal was mit. Achso, der. Okay, nice. Der denkt sich wohl. Ich habe meinen Chef noch nie wirklich mögen. Ist in Ordnung. Ja. Vielleicht werde ich befördert. Wahrscheinlich. Die ganze Gang wahrscheinlich so mit cleveren Sorte zu sein. Vasili, du hier! Und der Typ, der weitest weg ist, der kriegt irgendwas davon mit. Oh oh, oh oh! Nein, nein, ihr seht mich nicht. Ich glaube, die sehen mich. Ziemlich genau. Nein, nein, ich hab den Lastwagen gehört. Nicht. Ich weiß, man sollte leise sein, aber manchmal muss einfach auch die Doppelläufige raus. Ah, deswegen wurde ich jetzt Der war mittendrin. Schon. Schießt dir den Fuß? Nein, in die Lunge. Ja, ich hab ihn davor in den Fuß geschossen. Ich weiß, du hast ihn zweimal angeschossen. Einmal. Ich hab sein Leiden zweimal. Ich war neben. Ich hab das genau gehört, wie oft er angeschossen wurde. Das war Akupunktur. Du hast ihn einfach nur unnötig leiden lassen. Er wollte nicht hinter seinem Karren hervorkommen. Dieser einsame Mann da unten. Oh. Der ist bulletproof.
sah ziemlich fies aus. Ich habe ihm die Niere weggenommen. Habe ja Zweifel. Aber davor habe ich ihn noch mal kurz gezeigt. Ja. Dass du nicht magst. Ja, könnte man so sagen. Das wird interessant. Moment. Ah, der Checkpoint unter uns. Warum ist da ein Adler? Das geht ja mal gar nicht. Wir müssen nochmal zurück, ja, das, okay, ich verstehe. Wir müssen nach unten für den Checkpoint. Und Höchste. Was ist denn für einer? Oh, der ging durch. War ein Unfall. Ja, ich habe im gleichen Moment auf die Munitionskiste geschossen, als du ihn rausgenommen hast. Ach so, ich bin jetzt auf meinem Zungenladen. Nein, nein, ich wollte dich nur decken. Vom falschen Start bin ich ein paar Kugeln genommen oder wie? Ich kann nicht verstehen, warum hier alle alarmiert sind. Geht zur Flammenwerfer. Hallo. Meiner. Nein. Doch. Super leuchtendes hier. Ja, was haben wir denn jetzt noch? Backpoint und ganz unten noch mein Officer. Okay, der war jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Erst mit der Granate rauslocken und dann abschießen. Etwas von der Hetzjagd. Ah, Mann, diese Granatenfehlfunktion. Du siehst mich. Du bist sehr frech. Ich seh mal nach. Ja, seh mal nach. Wolltest du den gerade nicht rausnehmen, oder? Nee, ich dachte nicht, dass der derjenige ist, der mich sieht.
Leid in der Lunge. Ja, ich fast ein bisschen wie ein Bulli vor. Wie was? Wie ein Bulli. Immer gar keine Chance, ey. Dass wir uns. Ja, irgendwie nicht. Ich nehme mal unser Ziel raus. Ah, sehr schön. Dann lassen wir hier den Checkpoint noch clearen. Von dem her. So, ich krieg noch Besuch hier. Ja, Schnuckele, komm her. Teddy möchte auch mitspielen. Kleiner Mann. Jetzt nochmal zum Checkpoint runter. Das war ganz am Anfang. Da konnte man dann nochmal wieder runtergehen. Hier haben wir nirgendwo mehr eine Möglichkeit. Nochmal, süßer. Mit dem Boot komme ich von dieser Insel weg. Musst du mich nur irgendwie wieder an die Maus lassen, Teddy? Ich glaube, es gab hier auch noch irgendwo eine Abkürzung durch das Tunnelsystem durch. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Oh, aber ich bin halt irgendwo runtergeklettert. Aber ich kann ja nicht sagen, dass ich da hingekommen bin. Du hast eine sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit im Unterkiefer. War aber ein Double Kill. Ja, hab ich gesehen. Nice, GZ. Das hab ich auch noch nie gesehen. Ja, doch. Musste ich aber lange trainieren und mit der Waffe ist es echt schwer, einen Double Kill hinzubekommen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, die stand dann echt perfekt aufgerollt. Also mit anderen Waffen ist es leichter, einen Double Kill hinzukriegen. Oh. Ja, ich glaube, wir haben hier. Ich möchte nicht sagen, diesen Landstrich entvölkert, aber gut aufgeräumt. Ganz eindeutig. Ausgezeichnet. Das war ja mal eine ruhige so. Konsequenz. Ja, man sieht jetzt hier eben ein paar schöne Übersichten noch, was wir alles hätten hier noch machen oder schaffen können. Taumelterror, verdeckte Kills, Buschklopfer, aber
Ja, ich denke, alles in allem. Genauigkeit von 80%, nett. Das ist natürlich schon sehr schön. Fortschritt zur Perfektion 87%. Was will man mehr? Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal direkt ab in die nächste Mission und schauen wir uns mal an, was da auf uns zukommt. Ja, erst noch die Belohnung. Das Level-Up noch abholen. So. Man könnte jetzt hier zum Beispiel Charaktere noch ändern, die wir hatten. Oder auch hier, wenn wir in die Bewaffnung reinschauen, könnte man jetzt hier unterschiedliche Waffen uns noch anschauen. Oder auswählen, die wir freigeschaltet oder gekauft haben. Man sieht jetzt hier auch die einzelnen Stats der Waffen. Geschwindigkeit ist halt ein Thema. Je schneller es ist, umso weiter ist natürlich auch, umso weiter fliegt die Kugel. Aber man muss sagen, eigentlich ist diese D-Little-Karabiner halt als Schalldämpfer unfassbar vorteilhaft. Also man sieht es ja, man kann halt sehr gut die Leute töten, ohne groß auf irgendwas achten zu müssen. Und das bringt halt schon richtig viel. Ansonsten gäbe es hier noch die Möglichkeit, auch für andere Waffen sogenannte Unterschall-Munition zu besorgen. Das gibt es auch für die Pistole. Da hat man dann gewisse Schüsse, die auch trotz der anderen, also trotz der Waffe leise sind und die Gegner nicht hören. Aber da ist das Problem, die Munition ist wirklich sehr knapp begrenzt und das, was man mitnimmt, hat man dabei. Und während der Mission findet man so gut wie gar nichts von dieser Munition. Genau, dann gehen wir hier wieder raus. Ich sage mal, ich bin bereit. Und dann starten wir die nächste Mission. Mein Name fiel immer wieder ins Sanchelini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Schürzenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien, vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm. Ich wurde in die Küstenstadt Bitanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften. So. Jetzt sieht es so aus, hier haben wir so ein kleines Intermezzo am Anfang. Das heißt, wir haben im Endeffekt hier so eine Mini-Insel, die einfach nochmal ein bisschen uns einführen soll in diese ganze Mission, wo wir nochmal uns ein bisschen equippen können und wo man auch ab und an einfach hier ein paar Leute treffen, die uns dann Aufgaben geben oder einfach uns nochmal ein bisschen in diese Aufgabe reinbringen. Lieutenant Karl Fairburn. Gute Arbeit auf Sanchelini, besonders in Anbetracht der Umstände. Viele tapfere Männer starben auf der Orchidea. Sorgen wir dafür, dass ihr Opfer nicht vergebens war. Wir müssen Kessler finden. Ja, hab schon gehört, dass sie schnell auf den Punkt kommen. Übrigens, ich bin Jack Weaver. Das OSS weiß ihre Eile sehr zu schätzen, Karl. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Was wissen Sie über Heinz Böhm? Der Schlechter von Bologna. Ja. Böhm ist ein sadistisches Schwein und aalglatt. Wir wissen noch immer nicht, wie er aussieht. Obwohl man sein Werk mittlerweile überall sehen kann.
Wir glauben, er kontrolliert Kessler. Böhm finden, Kessler finden. Verstanden. Ihre Leute meinen, man sollte sich beim hiesigen Widerstand Hilfe holen. Nach unseren Erfahrungen mit den Partisanen könnte das schwierig werden, aber wir versuchen's. Ich brauche einen Namen und einen Ort. Ihre Anführerin ist eine Frau namens Sophia Di Rocco. Man nennt sie auch den Engel. Sie finden sie in der Stadt. Na schön, ich versuch's. Karl, hören Sie. Die Nazis haben eine Rastrellamento durchgeführt. Sie haben die Stadt durchkämmt, Partisanen zusammengetrieben und... womöglich haben schon die Exekutionen begonnen. Wissen Sie, wo sie sind? Wenn ich das bloß wüsste. Das Partisanen-Hauptquartier. Danach sollten Sie Ausschau halten. Schon dabei. Karl? Das hier ist ein Pulverfass. Wir brauchen nur jemanden, der es entzündet. Was macht der da? Also, ich weiß ja nicht so ganz, aber... ich glaube, so sollte man nicht mit einem Kompass umgehen. Er hat keinen Empfang. Das WLAN ist schlecht. Ja. So, was hat denn der gute Herr noch zu sagen? Hey, hört sich nicht gut an. Sie müssen Lieutenant Fairburn sein. Ich soll Sie zu unserer Anführerin, Sophia, bringen. Wir nennen sie den Engel. Ich finde den Weg selbst. Die Faschisten haben ein Rastrellamento durchgeführt und unsere Leute aus der ganzen Stadt geholt. Der Engel plant ihre Rettung. Scheint eine mutige Frau zu sein. Sie kennen den Kommandobefehl? Der Führer kann befehlen, was immer er will. Sie sind ein Kommando. Das heißt, sie werden eher erschossen, als dass man sie gefangen nimmt. Das macht Ihnen keine Angst? Das ist Berufsrisiko. Schön, dass Sie den Tod nicht fürchten. Davon haben wir hier zu viel gesehen. Schauen Sie nur auf den Friedhof. Die vielen Toten dort sprechen ganze Bände. Mein Freund, mit dem Husten liegst du da aber auch bald. Bitte nicht zu nah rangehen. Kannst du bitte eine Maske tragen? Man muss das so sehen, wir sind da auf irgendeiner Insel. Was soll da groß passieren? Die wunderbare Pestinsel. Wie kennt man sie nicht? Wir sind in Italien. So, schauen wir uns hier erstmal schön um, ne? Wo eine Kirche ist, ist ein Friedhof meist nicht weit. Mal sehen, ob ich das Hauptquartier der Partisanen finden kann. Sehen auf der Karte, da müsste direkt nebendran noch mal einer stehen. Da haben wir ihn doch. Hey, Captain Fischblick. Du links, ich rechts. Ich sehe den links nicht mehr. Dran. Jetzt sehe ich ihn. Geht's bei dir? Ne, der ist... weiß nicht, hinter irgendwas. Okay. Den rechts rausnehmen.
Ich versuch's gerade. Ja, ist draußen. Da im Turm, verdammt, ein Scharfschütze. Schade. Ich hoffte darauf, alle drei mit einem Schuss wegzubekommen durch die Explosion. Der gegenüberliegenden Seite 3 rausgenommen. Ja, sieht soweit ganz clear aus. Ja. Weißt du, so ein Benzin kann ich das nicht gut, wenn man vor dem steht, mein Freund. Vor allem, wenn man raucht. Schnellboot ist auf der anderen Seite, ne? Ja, ich versuche mich dann gerade mal dran. Wenn ich es mal umdrehen würde, und ich versuche hinten drauf zu schießen. Wichtig, mein Freund. Falsche Richtung. Aber. Nee, komm ich nicht dran, schade. Ich wollte schon sagen, weil es du bist, lasse ich diesen LKW hochgehen, aber. Komm leider nicht an den Benzintank ran. Zumindest nicht von hier. Ist das Schnellboot raus? Ja. Ich habe die Animation nicht gesehen, schade. Ja, gab keine. Ich drücke immer die falsche Taste. So, sie stehen im Weg. Ja, ich scoute gerade ein bisschen. Ja, kannst du einen Schritt weiter vorgehen? Können schon wohl nicht. Ja. Da ist der Adler. Sniper. Ich weiß nicht wo. Sag mal. Sieht mich noch. Irgendwo hier. Ein Sendeturm. Der Funker muss hier irgendwo sein. Oh, okay. Hast du den Sniper raus, oder? Das habe ich nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Das ist halt schwierig.
Was? Wer hat mich gesehen? Bring's doch auch zu Ende. Nee. Tja. Links, leicht links ist noch höher. Der von links kommt wahrscheinlich gleich. Was sieht uns denn da die ganze Zeit? Okay, der kommt jetzt wahrscheinlich. Auf das Fall. Funktioniert. Wohl mehr Interesse an dir als an mir. Ja, ich war böse. Ich kümmere mich mal drum. Oh. Gut, dass er tot ist. Ich habe dafür gesorgt, dass er keinen Nachwuchs mehr in die Welt setzt. Ja, wie man dich halt kennt. Ich könnte auch sagen, ich habe Butters gespielt. Genau, neben dir ist ein Typ. Für diejenigen, die es verstehen. Also komm! Ich kann hier runterspringen! Der hat einfach diesen Mini-Wurf hier nicht überlebt. So, nochmal ein Blick auf den Stream. Ja. Okay. Die Losts haben sich auf jeden Fall eingependelt.
Das Hauptquartier muss hier irgendwo sein. Was? Wer sieht mich hier? Alter! Er steht halt auf dem Dach. Ich bin hier derjenige, der sich anschleicht, mein Freund, nicht du. So, fleißige Munition einsammeln, ne? Das muss hier lohnen. Oh, und ein Rucksackladungen. Die werde ich wohl brauchen. Laut Sophias Nachricht ist sie zur Burg gegangen. Ab zur wunderbaren Burg. Das ist voll, wenn wir rechts lang, ganz außenrum. Oder wollen wir einfach noch zum Graveyard? Wollen wir nach links? Gute Frage. 139, 201. Ich würde dann wahrscheinlich eher die Berichte finden, um danach Funker ausfindig und dann die Main-Mission machen. Ja, also rechts lang. Ja. Wir werden uns schon nicht entdecken hier, ne? Welchen bist du? Ich nehme den linken. Auf drei? Ja. Eins, zwei,
3. Deiner lebt noch. Deiner lebt immer. Das ist doch ein komisches Gewalt. Hm? Das ist doch ein komisches Gewalt. 1, 2, 3 Schuss? Du hast bei 2,5 geschossen. Den hast du gerade schön rausgenommen. Top Gun ist da. Moin, Top Gun. Hallo, Top Gun. Und danke fürs Folgen. So. Wie war das nochmal? Hier ist man doch, glaube ich, von außen konnte man, glaube ich, hier auf den Turm klettern, oder? Genau, hier ist die Kette. Da kann man hier einmal ganz schön hoch. Schöner Sniper-Bereich. Und hier oben liegen auch die Berichte, die wir für die Mission brauchen. Unser Freund für Tagebuch. Steht sicher was Nützliches drin. So, schau mal, was haben wir hier alles? Dann sind wir hier soweit durch, ne? Würde ich mal sagen, zum nächsten Punkt. Ja, ich habe gerade den Funker gefunden, den wir ausschalten müssen. Ah, super. Ich kümmere mich lieber um den Funker, bevor er seine Freunde benachrichtigt. Alter! Aber jetzt! Finishen auf der Entfernung mit der Waffe ist nicht so einfach. Ja, muss halt voll drauf sein. Hm. Hallo Lottchen und danke fürs Folgen. Ich muss mich mal ganz kurz verabschieden. Bin gleich wieder da, kurzen Moment. Mann, das wird ja zum Tontauben schießen.
So, Chat, wie geht's euch? So. Danke. Musste leider ganz kurz mal nach meinem Kater noch schauen. Aber ist jetzt wieder alles in Ordnung. So. Ich habe in der Zeit mal noch ein Safe ausgeräumt. Bisschen Kohle abkassiert. Ja. So. Da wären zwei Stück. Ich den rechten, du den linken. Ja. Auf drei. Eins, zwei, drei. Hat super funktioniert. War top. Zum Glück haben wir beide die gleichen Probleme mit der Waffe, ne? Beigebracht. Ja, der hat's versucht. Er war nicht schlecht verdeckt, aber ja, der Stahlhelm ist halt dann doch so ersichtlich. Da am Ende der Straße ist noch einer. Nein. Wieder ein schlechter Augentreffer. Da ist doch viel. Ich hab mal Hallo gesagt.
Dass wir gegen Neo kämpfen müssen, wurde nicht angesagt. Ah, verdammt! Alter! So, aber jetzt. Mann, Mann, Mann. Bulletproofed Officer. Ja, bleib unsichtbar ist ein guter Punkt. Immer diese LKWs. Die überhitzen einfach so hier in der wunderbaren Sonne Italiens. Tja. Und der direkt, weil da Forensiker ist, unterscheiden die Kugel, die den LKW. Das ist ein krasser Typ. Ja, Mai, er weiß halt, wovon er spricht, würde ich sagen. Wo ist denn der Officer? Tot. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Fire in the hole! Das braucht nicht lang. Sie müssen der Engel sein. Wir müssen reden. Der SOE-Scharfschütze. Schön, Sie hier zu sehen. Sie hat uns gerettet. Worauf warten Sie noch? Reden wir. So. Die Mission durch. Ich würde jetzt fast sagen, wollen wir kurz eine Pause machen oder? Können wir machen von mir aus. Genau. Oder wollen wir noch die nächste Runde machen? Wir können auch noch die nächste machen. Mir ist egal. Machen wir eine kurze Pause. Einfach mal, ja, sagen wir mal kurz 10 Minuten und dann sehen wir weiter. Ja.
So. Dann schauen wir noch, bis Impi wieder da ist. Und dann starten wir die nächste Mission. Ich hoffe, dass vom Chat her, von der Lautstärke her, alles in Ordnung ist. Dass man alles versteht. Wir werden jetzt dann auch noch eine Mission durchspielen. Und dann nach der Mission wird es das wahrscheinlich für heute erstmal gewesen sein. Von dem her, genau. Ich hoffe, bisher hat es euch gefallen. Wir werden jetzt nicht nur Shooter spielen. Wir haben uns einfach nur entschieden, mit Sniper Elite anzufangen, weil es doch ja recht abwechslungsreich ist. Wir werden auch anfangen, am Mittwoch dann wahrscheinlich eher in dem Bereich von der Aufbaustrategie was zu spielen. Und ja, in den nächsten Wochen werden wir dann auch anfangen, ein bisschen einzeln Streams zu starten. Ich werde mich wahrscheinlich im Bereich von den Adventures dann noch ein bisschen verdingen. Muss noch schauen, was ich da jetzt raussuche. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Auswahl Call of the Sea oder Gibbous, wo ich euch vielleicht noch ein bisschen näher bringen möchte. Und Impi wird dann auch noch schauen, was ihm da gefällt oder wo er da gerade eben Lust hat, mit euch zusammen da eine Runde zu starten. Genau, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen oder sonstiges habt, wie gesagt, einfach hier in den Chat reinschreiben. Oder gegebenenfalls könnt ihr auch einfach in unser Discord kommen. Hier einfach mit uns zu reden oder andere Fragen, wenn ihr habt oder vielleicht auch Lust habt, mit uns zu spielen, könnt ihr uns da einfach besuchen, eine Nachricht da lassen oder direkt mit uns quatschen. Genau. Jo. So, Stefan ist auch wieder da. Dann würde ich sagen, ich schaue nochmal auf meine Stream-Statistik. Sieht soweit zumindest von den Zahlen her nicht schlecht aus. Ich hoffe, das spiegelt sich bei euch da draußen auch wieder. Dann gehen wir in die letzte Mission für heute. Und über weitere Sachen, was wir in nächster Zeit spielen werden, informieren wir euch hier auf den Channel. Wie gesagt, momentan werden wir samstags um die Zeit wie heute, sprich von 18 bis 20, 21 Uhr. Und am Mittwoch werden wir auch nochmal einfach was Kooperatives spielen, Impi und ich. Da werden wir so um 19 bis 21 Uhr am Mittwoch immer spielen. So, dann zur nächsten Mission. Let's go. Chat meldet sich, wenn irgendwas nicht passt. So.
Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test? Ob ich Ihrer Sache verpflichtet bin? Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie's. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Gut. Also, jetzt dürfen wir ein bisschen mit der Eisenbahn spielen. Da hinten sehen wir sie schon. Zumindest die Brücke. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Amerikanischer Aufklärer über der Gelino abgestürzt. Konstruktion streng geheim. Unbedingt Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Unser Freund, der immer noch nach dem WLAN sucht. Für seinen Kompass. Mal schauen, was er uns so Schönes zu sagen hat. Karl, Sie haben ein Englein gehört. So ist es. Passen Sie auf. Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und Sie wollen, dass ich es zerstöre? Da fragen Sie noch. Also ich zweifle schon ein bisschen an der Kompetenz dieses guten Mannes, also... Hallo? Wenn dein Handy keinen Empfang hat, dann stehst du auch so dran. Ja, es ist dein Kompass, also ich weiß ja nicht. Also entweder sollte sich einen neuen zulegen oder... Ja. Gut. Na dann. Ab zur Bahn. Eisenbahngeschütz rankommen. Los, wie? Jägertruppen. Böhm geht kein Risiko ein. Doch gleich schön ein bisschen was hier markieren. Um meine Schüsse zu tarnen. Ja, du machst das schon da hinten. So. Wollen wir links lang gehen, die ganzen Backpoints machen? Ja, komm mal. Sind schon ein paar. Der gute Mann im Hinterhof hat sie nicht. Oh!
Na. Da bin ich runtergefallen. Ja, vielleicht stand hinter dem Mann direkt noch mal einer. Du wirst mir sagen, dass Fehler gemacht wurden. Ich würde nicht sagen Fehler, ich würde eher sagen... Wir haben die Situation beschleunigt. Du meinst, es eskaliert völlig? Nein. Dieser LKW ist bulletproof. Zieht bloß die Köpfe ein! Er ist da drüben! Jetzt eskaliert es völlig. Ich muss mich um den Kontrollpunkt kümmern. Dir schieß jetzt Mützchen weg. Das wird es den Nazis ein wenig schwerer machen. Sonst wird es ja auch zu langweilig, wenn wir nicht die ganze Zeit entdeckt werden. Drei Schuss waren jetzt viel für den. Was? Aber du kannst dich nicht verstecken. Ja, doch, glaube ich schon, dass ich das kann. Ein Pantherturm. Wie unangenehm. Mein Gott, ein... Haltet euch von ihm fern!
Dörfchen hier hinten oder die das kleine Häuserding müsste safe sein. Oh oh. Würde empfehlen, nicht in den Panther-Turm zu rennen. Der Kontrollpunkt muss verschwinden. Hast du den Panther-Turm schon? Sprengladung dran? Kann man den irgendwie richtig kaputt machen? Ja, Sprengladung hin. Über Stacheldraht kommst du nicht. So, mal ein bisschen untersuchen hier. Missionstechnisch den nächsten Kontrollpunkt. Jo. Starten. Sag mal. Echt jetzt? Ich hab den anderen erwischt. Mann, 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 wie viel Schuss brauche ich denn noch für den? Haltet die Kopf und holt. Mein Freund, du bist allein, falls es dir nicht aufgefallen ist. Langsam bräuchte ich mal Munition. Hier ist eine Kiste. Nimm mir die. Ich glaube, den Weg hier hoch ist nicht die beste Wahl. Ich weiß nicht, ob der rechte Weg der bessere ist. Dieses Transportlager bekommen die Nazis einen Nachschub. Ich muss es zerstören. Lass mich zerstören, den LKW ist weg. Bring das Problem in das Sichtfeld. Du bist auch so auf so einem Kreuzzug, oder? Ich sollte mich darum kümmern. Ich sehe niemanden in den Rücken. Nee, nee. Oh, da sind noch welche.
Fire in the hole. Das sollte dem Widerstand das Leben etwas erleichtern. Direkt weiter zum nächsten, oder? Sniper? Ich sehe ihn, hab ihn markiert. Ist weg. Ja, schön. Ja, wer läuft denn da hinten? Merkst du nochmal einen Truck markiert? Da ist voller Munition. Ich muss ihn aufhalten. Gute Arbeit, wenn ich so sagen darf. Ja, jetzt wird mir langsam die Muni wieder knapp. Ich schau mal, ob die Jungs da was für mich haben liegen lassen. Mit Sicherheit haben die was für dich. Top Gun hat mir vorhin nur gesagt, er hat Probleme in den Chat zu schreiben. Sollten wir nachher dann nochmal kurz drüber schauen. Ja. Oh. Ich verdufte rüber. Rucksackladung positioniert.
Zeit, wenn ich so sagen darf. Funke ist weg. Hast du auch echt ein Problem mit denen, oder? Nee. Bild ich mir nur ein, oder? Ja. Schade, ich krieg da hinten gerade keinen. Schade. Keine Muni mehr. Wir brauchen noch 11 Kugeln. Ja, hier gab's 10er. So, ich habe schon mal versucht, den herauszunehmen. Panzerwagen auf dem Weg zu uns. Fahrer ist raus vom Panzerwagen. Schütze es auch aus. Genau. Bring's halt zu Ende bei den Jungs. Hast du die Muni genommen? Ja, ein Pack zumindest. Was? Thank you.
glaube, es wäre gut, wenn wir jetzt die hier die Brücke präparieren. Hier könnte ich die Granaten nochmal auswählen. Okay. F gedrückt halten oder so, oder Q. Unter dir noch eine Ebene. Noch mal eine Ebene? Nee, jetzt bist du auf der richtigen. Ach, komm schon! Nee, mein Gott, war nur eine Mücke. Zieht eure Birnen ein! Warum ist die KI auch so... vorbeigerannt. Läuft. Muss man nochmal hier durchsuchen, vielleicht gibt's Muni. Zeit zu verschwinden. Gut, hab die Brücke vermint. Wollen wir Secondaries noch machen? Oh, ich denke, wir können es beenden. Wir können da mal runter. Die Brücke sieht ziemlich baufällig aus. Ich bin weg. Ja, wisst ihr das denn von hier aus nicht? Wunderbar. Sehr schön. Gut. Haben wir noch unsere Belohnung ab?
So, ihr Lieben. An der Stelle würden wir jetzt den Stream für heute auch beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, lasst uns gerne Kommentare da. Ihr könnt uns auch im Discord besuchen. Von dem her, uns hat Spaß gemacht. Wir sind dann am nächsten Mittwoch von 19 Uhr wieder da. Da werden wir dann was anderes spielen. Sniper Elite werden wir nächsten Samstag nochmal spielen. Und schauen wir einfach mal, wie weit wir an der Stelle kommen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Euch jetzt noch einen schönen Samstagabend und bis zum nächsten Mal. Ciao.